Hallo und willkommen zurück zu Celeste, wo wir hier weitermachen. Mein Gott, Alter. Danke, Mushiro. Das war definitiv eine der weirdesten Dinge, die ich je gemacht habe. Schau mal das Video weiter, weil da oben ist ja Schlüssel. Okay, als nächstes geht man nach oben. Also sollte das, denke ich, mal passen. Oh, okay. Wir machen die Varianten mal. Ach so. Schaffe ich das denn vielleicht auch mit Fullspeed? Okay, keine Ahnung, ich schaff's nicht in Fullspeed, aber es sollte eigentlich theoretisch auch gehen. Aber es quasi. So. Also, wir machen das Spieltempo auf 100, genau. Ich schau mal sein Video weiter. Okay, das ist auf jeden Fall alles optionales Zeug, was da oben ist im Endeffekt. Also, bis auf vielleicht der Schlüssel, ich weiß nicht, ob man den braucht. Okay, hier raus kommt man raus. Naja. Faz Buddling? And you? Wusstest du, du kannst die Dash-Taste drücken, wenn du in eine Blase gehst, um sie direkt loszufeuern. Das nennt sich Fast Bubbling. Bubbling. Ich meine, ja, stimmt. Wenn ich die Dash-Taste drücke, während ich in der Blase bin. Ich glaube eigentlich nicht, dass ich, wenn ich die Dash-Taste drücke, bevor ich in der Blase bin, das einen Effekt hat. Aber wenn ich in der Blase bin, dasht sie auf jeden Fall dann sofort los. Ich benutze das auch ja in den meisten Fällen über die Dash-Tasten, einfach weil die Richtungstasten bei mir da nicht garantiert sind, weil sie ja Dash-spezifisch eingestellt sind oder sowas. Deswegen benutze ich ja für die meisten Richtungen die Dash-Tasten. Aber ja, das nennt sich Fast Bubbling. Es ist nützlich für Schnelligkeit. Probier es ruhig. Okay, sure. Wie Bubble High Pass funktionieren. Dashe gerade nach links oder rechts vom Boden aus direkt in die Blase. Sobald du die Blase betrittst, vielleicht sogar ein bisschen vorher, very quickly dash down diagonal and jump.
Hä? Das kommt mir eher denglisch vor. Und nicht. Dash down diagonally and jump. Warte mal, ich muss das mal nochmal bei ihm anschauen. Wie genau hat er das gemacht gehabt? WTF? Keine Ahnung, ist sofort aus der Bubble raus quasi. Platzt quasi die Bubble sofort. Aber das tue ich ja nicht. Dashe gerade nach links oder rechts vom Boden aus direkt in die Blase. Dashe gerade nach links oder rechts vom Boden aus direkt in die Blase. Sobald du die Blase betrittst, down diagonal. Oh mein Gott, was ist denn das? Okay, du musst auf jeden Fall direkt den Dash-Knopf und den Jump-Knopf gefühlt gleichzeitig drücken. Ich bin mir nicht sicher, was für ein Frame-Window das ist, aber... Was ist denn das für ein Glitch? Da platzt auf jeden Fall die Bubble instant, aber mir fehlt irgendwie noch so ein bisschen das Speed. Wahrscheinlich, weil ich nicht in die Richtung drücke, was aber problematisch ist, weil ich muss ja diagonal down-dashen. Also drücke ich natürlich nicht in die Richtung dann. Ah, okay, anscheinend kann man unter gewissen Umständen sich mehr Speed holen. Ich mache den Speed mal wieder auf normal, einfach damit ich ein bisschen testen kann, ob ich das. Okay, ich kann es auch mit normalem Speed schaffen. Hit das an, like, any point in the bubble? Scheinbar geht's nicht at any point, also scheinbar muss man das schon like irgendwie sofort. Okay, ganz ehrlich, okay. Wenn das jetzt das ganze restliche Teil verwendet wird, dann okay, ich sehe schon. Hä?
Ich hatte keinen Dash mehr in dem Moment. Ja, er schon. Beziehungsweise WTF. Er hat ja sogar so viel Speed. Er kriegt davon so viel Speed, dass er komplett da durchkommt. WTF, Alter. Kann es sein, dass die so viel Speed davon haben? Ich meine, ich probiere mal meine FPS wieder zu altern. Das wird es wahrscheinlich sogar irgendwo. Drei Knöpfe gleich, ach, keine Ahnung. Also ich bin mir nicht sicher, es kann auch sein, dass dadurch, dass das Spieltempo auf 50 gestellt ist, das vielleicht einen Effekt hat. Weil die Sache ist, ja, 50. Die Sache ist halt, das habe ich ja auch schon, glaube ich, teilweise an anderen Orten bewiesen, dass die nicht nur die Framerate, sondern halt auch diese Einstellung einen ganz leichten Einfluss auf die Physics hat. Und bei Machen Tricks kann das schon sein, dass das, dass halt like, relevant genug ist quasi. Probieren wir das mal so. Ah. Oh mein Gott, Alter. Ah, interessant. Es scheint fast sogar egal zu sein, in welche Richtung ich drücke. Also, like, ich dash jetzt einfach zweimal denselben Dash. Wie ihr seht, schaffe ich es trotzdem. So, alles andere ist mir gerade scheißegal. Machen wir das Spieltempo wieder zurück auf 100. Die sind alle aus. Aus, aus, Standard, ein, aus, 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 100. Oh mein Gott, Alter. Brauche ich den da hinten? Was macht denn er hier? Der sich den Schlüssel geholt hat. Hält sich doch auf jeden Fall fest. Ist das dann ein Timespiel? Hm, ja, ist es. Im Endeffekt ist es das. Ich
Warte mal, okay. Wie benutzt er die Bubbles? Wie benutzt er die Bubbles? So, ich schaff's like gerade so. Benutzt er sie normal oder macht er jetzt bei allen? Okay, die benutzt er normal. Die zweite hat er, glaube ich, nicht normal benutzt. Die dritte, soweit ich das sehe, schon. Aber benutzt er die alle normal? Ich bin mir etwas sehr unsicher. Ist aber schon zu spät. Er ist jetzt schon da unten. Probieren wir 50%. Okay, weird. Wow. Wie macht er das? Wie macht er das? Wie genau macht er das? Ja, keine Ahnung, der steht einfach schräg runter. Ich meine, wir wissen, dass das hier am härtesten Effekt hat auf Bubbles.
Mod-Optionen. Ich hätte bitte gerne wieder dich an. Oh, Frame Rate. Varianten. Komm wieder zurück auf 100. Okay, wir machen halber Speed, weil das ist einfach nur krank, das zu denken. Okay, wie genau soll es gehen? Ich muss da hinten ja dann nochmal einen Dash haben. Er hat ja hier auch keinen zweiten Dash dabei. Also wie genau funktioniert das? Ach ja, okay, er hat einfach irgendwie genug Speed, um das zu clearen. Wo er diesen Speed herkriegt, ja, keine Ahnung, einfach aus dem Jump halt. Aus dem Jump Dash gefühlt. Von genau da unten, oder nicht? Genau, hier respawnen da gerade. Ja, ja, aus dem Jump aus der Bubble hat er einfach so viel Speed. Keine Ahnung, scheiß drauf. Nein.
Wir schauen uns danach das einfach nochmal in seinem Video an, ja. Ah! Okay, das habe ich legit geschafft. Weil das kein... Weil das nicht diese mega Weite gebraucht hat, die die ganzen anderen Dashes brauchten. Wo man sich ja auch so denkt, WTF, man. Warum braucht man so eine Weite? Na, warte, ich muss mal ein bisschen vor. Genau hier. Geht hier runter. Und hat halt irgendwie... Kriegt halt irgendwie genug Speed, um da durchzukommen. Man muss es ja scheinbar aus dem Stand machen, damit das gescheit funktioniert. Ja genau, man kriegt genug Speed, um da auch durchzufliegen. Und hier ist, ist das Speed nicht so wichtig. Ich kriege ja einfach irgendwie nicht so viel Speed. Ich habe es ja irgendwie in der Intro-Area von den Dialen, wo ich den Schlüssel geholt habe, habe ich es ja irgendwie bei einer hinbekommen, dass ich mehr Speed bekommen habe. Aber keine Ahnung wie. Explizit. Und das ist das, wo wir aktuell sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir da auch... Obwohl. Obwohl, das ist nicht, sieht nicht so weit aus. Das geht vielleicht mit meiner Menge an Speed, die ich aus denen rauskriege auch. Wir machen die Varianten, da das doch mal wieder aus. Ziemlich verarscht. So. Okay. Holla, die Waldfee, ist das Wind. Holla. Aber hier zu stehen reicht, das ist genug Shielding, wenn du dumm wärst. ja. Ich würde sagen, wir machen den nächsten Part weiter, bewerten nicht vergessen und ciao.